Die Zwölfe zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Herokon Online und diesmal mit einem Special. Ja, leider leckt es ein bisschen heute Abend bei mir. Es ist der dritte namenlose Tag und ihr seht schon hier im Nebellor ist wieder eine Menge los. Nämlich der Beschwörer hat zum Zweikampf aufgerufen und er soll sich hier irgendwo aufhalten. Die Frage ist wo? Frax. Okay. Ja, es ist ein bisschen laggy. Ach ja, ich bin diesmal mit meinem Zwergchen unterwegs, weil er ein bisschen höher im Level ist als mein Krieger. Aber trotzdem leckt's wie Sau. Das namenlose Gewürm. Er hat Nebelmoor geschrieben, meine ich. Schlägt die Geheimtür hinter sich zu. Was für eine Geheimtür? Eine versunkene Knie. Er hat sich in seinem Turm verkrochen. Also müssen wir in diesen Turm. Ich erinnere mich halbwegs. Also da, wo glaube ich dieses Riesenteleskop drin war. Kommen wir denn da schnellstmöglich hin? Versunkener Schrein. Versunkene Akademie. Los, hinter! Teleportieren! Habe ich da keins von? Transversales Teleport. Wieso? Ich hab das doch bei mir. Langanhaltendes Proviant erwerben. Seltsam. Gucken wir doch gerade mal. Laggy. Gott. Hatte ich nicht transversales Teleport irgendwo? Lacht irre, wie gut diese Ablenkung funktioniert hat. Sieh mich, Meister, sieh deinen Diener. Vor der Gemüse ist er nicht. Er hat sau Angst. Ja. Könnte sein, dass er gleich doch hier hinkommt. Na, warten wir mal ab, bevor wir hier irgendwo hingehen. Er hat einen Geheimgang nach Tralub genommen. Dieser Mistkerl. Ja, ich würde sagen, mache ich hier wieder einen kleinen Break, bis wir ihn ausfindig gemacht haben. Dann teleportiere ich mich da schnell mal hin. Bis gleich. So, sie haben ihn ausfindig gemacht. Das Problem ist, er ist irgendwo in Andergast und ich kenne mich hier nicht aus. Ich habe das noch nicht gespielt. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Ich hoffe, dass hier irgendwo einer spawnt und in die Richtung davon rennt. Der soll irgendwo an den Docks sein. Anderer Fall. Beschwörer. Sonne. Königsburg. Vielleicht ist das auch einfach jemanden hier anquatschen. Am Hafen. Ingwal. Eichhafen. Das hört sich nach das Hafenmäßig an. Gehen wir mal da runter.
Tja, das ist das neue Gebiet, was, glaube ich, im Dezember oder so kam. Aber da habe ich da schon gar nicht mehr gedaddelt. Hatte ja eine lange Pause. Deswegen keine Ahnung. Ah, nee, das geht's ins Gebäude. Müssen irgendwie da drumherum. Eichhafen. Sind wir hier richtig? Ich hoffe. Dorpentwellacht. Also die sind irgendwo in dem Areal, wo man gegen andere NPCs kämpfen kann. Also PvP. Problem ist, ich weiß nicht, wo das ist. Ich hoffe, dass der das ist. Tage mit euch, sagte die Güter im besorgten Eltern ein Ohr zu leihen. Das ist schon mal falsch. Tja, das werde ich wohl verpassen. Ich weiß nämlich nicht, wo der Kampf ist. Aber es ist wahrscheinlich irgendeiner von denen hier. Komm, klappern sie alle ab. Irgendeiner wird es wohl sein. Der rennt da runter zu dem, dann ist er das bestimmt. Supidupi. Die Zwölfe zum Gruße. Ja, das ist der richtige. Hervorragend. Mist, ich hätte schon längst da sein können. Ich hatte ja am ersten Tag schon mitgemacht mit dem Zwerg. Ja, da habe ich es nicht geschafft. Boah. Kämpft seit 0 Minuten. Stufe 40. Halte R gedrückt. R gedrückt, um dir die Rangliste anzeigen zu lassen. Wahrscheinlich haut er mich sowieso direkt zu Mus. Stirb, Unwürdiger! Ah, er beschwört ein Wesen hoch. Bleib stehen, Gewürm! Ah, dieser Mistkerl. Warum ist er so flott? Jetzt ist ja richtig was los hier. Geil gemacht, so. Cooles Event. Macht richtig Fun. Also ich konnte ihn ja gestern, wo ich mit dem Krieger unterwegs war, gut, der war sowieso Stufe 14, hätte ich nicht viel erreichen können. Aber da konnte man ihn noch nicht verwunden. Und hier ist halt wirklich jetzt Finale. Aber ich werde wohl nicht lange überleben, wenn da diese ganzen Viecher auf mich draufhämmern. Na, wo hat er sich versteckt? Ich sehe ihn gar nicht mehr.
mal mit hier auf dieses Ungeziefer mit drauf. 43 die Stufe. Heieiei. Haben wir irgendwie was, was wir uns noch höher reinmampfen können? Hier auf jeden Fall ein paar Tränke. Und was haben wir hier? Wiederbelebung. Erfahrungspunkte und Nütz. Was ist das denn hier für ein Rotz? Tja, hätte ich mal ein paar Tränke mehr haben sollen. Naja, gut. Ups. Richtig was los. Ja, der ist in eine andere Instanz gewandelt. Kann das sein? Bevölkert? Was ist das? Ich habe keine Ahnung, wie das mit den Instanzen geht. Ja, der ist nicht mehr drin. Ich hoffe, er kommt gleich wieder. Belebt. Überrannt. Da ist er! Payback Time! Los, stun ihn!
niemals. Ja, das wird ein etwas längeres Let's Play wieder mal, aber wir wollen ihn ja auf jeden Fall fallen sehen. Und er hat ja die Hälfte der Energie schon weg. Das Problem ist halt wirklich, ihn, weil er so flott ist, ins Visier zu kriegen. Ja, komm's dann. Falls ich ihn mal treffe. Sein Charakterprofil. Ah, hat keins, okay. So geil, purpurfarben fließt das Blut aus zahlreichen Wunden, doch der Vermummte gibt nicht auf. Solange noch ein Tropfen Blut mehr ist, bin ich dein Güllner. Nochmal einen Wuchtschlag versuchen. Schließt euch mir an, dient dem Namenlosen, er wird euch reich beschenken. Jetzt sind wir wieder flott unterwegs. Stun ihn! Ach, wieder mal verfehlt ich. Noob! Aber hier sind ja genügend High-Level unterwegs, obwohl 19 geht so hier. Greif schon an! Er ist so runter auf 25%, nicht schlecht.
endlich haben wir ihn. Yeah. Angrosch, gib mir Kraft. Ich glaube, normal draufhauen bringt am meisten, weil diese Betäubungsschläge klappen irgendwie bei ihm, bei mir nicht. Wir sollen mal schön hier die Fernkämpfer machen. Euer Tun ist sinnlos. Auch wenn ich dieses Jahr versagen sollte, wird nächstes Jahr ein anderer kommen und mein Werk vollenden. Gebt auf! Damage, die er nimmt. Krass, 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 krass. Das hat Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht. Da liegt der Tod. Sieg. Victory. Ah, der steht gleich bestimmt wieder auf. Wer weiß. Das Böse lauert immer dort, wo ihr es am wenigsten vermutet. Ja, ist die Frage, kommt da noch was? Ansonsten beende ich nämlich jetzt das Video. Also ich finde es ja cool, dass sie das dann verlängert haben noch und nochmal was Abschließendes gemacht, weil manche waren ja nicht so erfreut gewesen, weil viele haben den gar nicht so Gesicht bekommen. Ich habe ihn am ersten Tag ja auch nicht gesehen in der einen Stunde. Und wo ich ihn gestern am Morgen gesehen habe, das kleine Video, fand ich ja ganz cool. So, ja, endlich gesehen. Und er hat so einen Dämonen hochbeschworen. Aber jetzt nochmal sowas abschließen, wo wir dann besiegen. Cool, cool. In die erste Instanz kommen können. Das ist ja das Frustrierende für uns, die dort gewartet haben. Ja gut, das ist schade für die. Schade, schade. Ja, da hatte ich Glück gehabt, dass ich in der richtigen Instanz war. Ich bin auch recht früh reingegangen. Hier ist 17 Minuten. Firana, Wildesläuferin, Stufe 40. Sieg. Sie hat ihn getötet. Nice. Platz 1.
Ja, in diesem Sinne, die Zwölfe mit euch, nieder mit dem Namenlosen. Bis zum nächsten Video.